Wahrheit. Einer der letzten Zufluchtsorte mystischer und himmlischer Wesen. Und die Heimat von Elfen, Feen und Devas. Sie sind die wahren Wächter der Erde, des Wassers und der Luft. In den Böden, Gräsern, Pflanzen und Bäumen zu Hause beseelen sie die gesamte Natur. Entdecken sie unbekannte Sphären, tief verborgen und scheu vor den Blicken Unwissender und dennoch sichtbar für Menschen mit einem tieferen Verständnis und feinem Gespür für Wahrheiten. Und jetzt könnt ihr schon ein erstes Mal, könnt ihr so diese Stimmung aufnehmen hier. Ihr könnt auch ein ganz feines Begrüßen feststellen hier. Der Luftgeist, der lässt uns jetzt schon ganz, ganz schön spüren, dass wir willkommen sind. Er fährt so da durch, von da oben runter. Es ist etwas ganz, ganz Wichtiges, dass man das wahrnimmt, dieses begrüßt werden. Ich mit einem Baum Kontakt haben will, heißt das, es geht eben darum, dass, und das ist etwas, das ich hauptsächlich in meinen Seminaren lerne, Baummeditation, die Heilkraft der Bäume. Das heißt, ich werde dann von diesen Naturwesen eingeladen, in ihre Welt zu kommen. Und dann passieren da die verrücktesten Dinge, und das ist wunderbar, dass ich in meinen Seminaren immer wieder Menschen habe, die diese Erfahrung machen. Sie kommen dann und sagen, ja, ich kann das gar nicht glauben, aber offenbar ist es so. Dann sage ich, ja, warum vertraut ihr euch selbst nicht? Das ist doch das Schlimmste, was es gibt, dass man sich selber nicht einmal mehr vertraut, wenn ich etwas erlebe und dann noch zweifle daran, ob es jetzt das wirklich gibt oder nicht. Versteht ihr, das ganze kosmische System, das hat irgendeinen Zusammenhalt, das ist Leben, das sind uralte Dinge, die da funktionieren. Dieser Baum hat ein sehr starkes Kraftfeld. Und jetzt kommt ihr mit eurem Kraftfeld in dieses Aurafeld. Ja, wenn da jetzt nichts passiert, dann stimmt etwas nicht. Das müsst ihr wieder lernen. Euer Geist ist frei. Ihr habt nur eine Bindung zu diesem Körper. Und darum ist es so wichtig, dass ich eben diese Bindung zu diesem Körper immer wieder mehr und mehr loslasse. Und das ist meine große Aufgabe in der Praxis, dass ich den Menschen immer wieder sage, kommt von eurem Körper weg. Als Geist habe ich ja diese ganze Freiheit. Und jetzt geht es hier genau darum, dass ich einerseits meinen Körper parkiere hier unten, dann kann das System arbeiten da, und mit meinem Geist bin ich dann frei. Und jetzt darf ich mit meinem Geist, eingeladen von diesen Wesenheiten, ihre Welt besuchen. Wir müssen nicht da draußen Leben entdecken, wir müssen mal unser eigenes Leben wieder mal entdecken, was hier ist und was wir tagtäglich leben. Und versteht ihr das, damit ihr das begreift? Ich habe das am Anfang gesagt, dieses System hier, dieses ganze Naturwesensystem, das ist eine geschlossene Einheit. Dann kommen alle diese Geistwesen, wie wir sie da, den Spuk mit Menschenseelen und so weiter, das ist eine andere Dimension, der hat nichts mit Naturwesen zu tun. In der Natur hier gibt es keine schlechten Wesen. Dann möchte ich natürlich jetzt wirklich unseren Naturwesen, die uns heute begleitet haben, ganz herzlich danken. Dank zu spenden. Sie Zeuge, wenn die Zeit andere Dimensionen annimmt.